Sascha für Mobile Geeks, es ist Tag 0 der IFA 2016 hier in Berlin. Und das hat Sony gerade vorgestellt, das neue Sony XZ. Und das gucken wir uns an. Dieses Video wird präsentiert von Asus. Sony Xperia XZ, oder soll ich sagen Sony Xperia X6 oder Z6. So ein bisschen fühlt es sich so an wie das Flaggschiff, was wir alle erwartet haben von Sony. 5,2-Inch Display, Full HD Auflösung und basiert wie die meisten Phones von den Herstellern, die keine eigenen Prozessoren bauen, auf dem Qualcomm Snapdragon 820. Habt ihr aber interessanterweise nur 3 GB anstatt 4 GB RAM. 32 GB internen Speicher, den könnt ihr entsprechend aufrüsten mit MicroSD-Karten bis zu 200 GB. Und die würdet ihr dann hier auf die linke Seite reinpacken, zusammen mit der Nano-SIM-Karte. Unten haben wir dann einen USB Type-C-Anschluss. Ohne geht es heute auch gar nicht mehr. Und dann hier auf der rechten Seite haben wir den An- und Ausschalter, Lautstärkeregelung und dann nochmal einen Dedicated Kamera-Button, damit ihr entsprechend schnell Fotos machen könnt. Und das ist auch ganz wichtig, weil hinten habt ihr den IMX300-Sensor von Sony. 23 Megapixel, geht mal davon aus, dass die Bilder damit richtig gut werden. Aber auch vorne gibt es eine schicke Kamera. 13 Megapixel liegen da an. Da könnt ihr wirklich sensationelle Groovy Selfies, wie auch immer ihr das nennen wollt, machen. Oben haben wir dann nochmal einen Anschluss für euer Headset. Und ansonsten, naja, mal davon abgesehen, dass der Akku 2900 mAh hat, bekommt ihr hier ein Android, das ja fast ein Vanilla-Experience euch liefert, bis, wenn wir mal davon absehen, dass ihr hier noch rüber auf so eine Webseite mit einem Google-Suche rüber scrollen könnt. Ansonsten, wenn wir kurz mal in die Settings reingehen, gucken wir uns die Version an, gehen mal hier About Phone, und dann seht ihr, rennt auf 6.0.1, also Android Marshmallow, wird aber relativ zeitnah dann auch sein Upgrade bekommen. Wann wird es verfügbar sein? Gute Frage. Nächste Frage kann ich euch im Moment nicht beantworten. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, was natürlich auch in verschiedenen Farben kommt, dann einfach unten in die Kommentare rein. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Das ist das Sony Xperia XZ. Vielen Dank fürs Zusehen.